Jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Auto gehe, denke ich, finde wieder eine bessere Lösung, um hier drin zu filmen. Aber ich sag's euch, manche Autos sind einfach nicht dafür geeignet, dass man darin filmen kann. Erstmal hallo zu einem neuen Video. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe, glaube ich, noch gar nicht richtig gefilmt. Oder ich habe vor 2 Tagen mal gefilmt und dann wieder aufgehört, weil ich es einfach leider aktuell nicht so richtig fühle. Und es nervt mich selber so sehr, weil, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin aktuell so ein bisschen lost. Ich habe das ja auch schon im letzten Vlog erzählt und mir fällt es immer halt auch schwer zu filmen, wenn es mir nicht gut geht. Deswegen versuche ich euch das dann aber immer so mal zu sagen, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht und gerade habe ich wieder ein bisschen mehr Energie. Und ja, ich bin da trotzdem dran und ich kümmere mich um das Thema und ich glaube einfach so die letzten 3 Jahre waren da so ein paar Themen einfach liegen geblieben. Und den muss ich mich jetzt oder den möchte ich mich jetzt widmen, weil ich einfach wieder will, dass es mir wieder besser geht. Und ja, aber abgesehen davon bin ich auch einfach gerade so ein bisschen lost, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie es jetzt so weitergeht in meinem Leben. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt und es nervt mich auch darüber zu reden. Aber ich weiß, dass es halt vielen von euch genauso geht und deswegen mir hilft es irgendwie immer viel, das zu hören. Ja. Aber ich versuche jetzt einfach auch wieder ein paar Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und damit geht's jetzt los. Ich mache mich jetzt mal direkt auf den Weg ins Kino. In It Ends With Us. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, haben gefühlt schon so viele jetzt geschaut. Ich habe in letzter Zeit richtig viele Rezensionen gesehen. Aber ich habe die mir dann auch nie so richtig angeschaut, weil ich ja, einfach selber schauen will, wie ich den Film heute so finde. Aber ich gebe euch auf jeden Fall danach ein Feedback. Und dann zeige ich euch nochmal meine aktuellen Lieblingssongs. Dazu habe ich jetzt nämlich keine Zeit mehr, denn ich muss jetzt wirklich los. Genau, bis dann. Warum geht mein Spotify nicht? Was ist das denn? Mein Spotify geht gerade einfach nicht. Ich drücke drauf. Das hatte ich ja noch nie. Das ist ja richtig komisch. Ich bin mittlerweile zurück aus dem Kino. Ich wollte euch eigentlich ja noch im Auto meine aktuellen Favorite Songs zeigen, aber ich habe nicht bedacht, dass es halt komplett dunkel ist und ich ja eh nicht so gut im Auto filmen kann. Deswegen melde ich mich jetzt hier bei euch und ich muss sagen, mir hat der Film gut gefallen. Das ist halt, finde ich, jetzt keine Love Story, die so ganz leicht ist. Also gibt ja schon ein deepes Thema dabei und ja, war irgendwie krass, aber ich fand, die Schauspieler haben das schon sehr gut gemacht und ich war überrascht, weil am Anfang hat mich das auch ein bisschen gestört, weil ich mir die jünger vorgestellt habe. Das wurde ja auch oft kritisiert, aber dann fand ich irgendwie, haben die Rollen doch zu den Leuten gepasst. Aber es ist immer, finde ich, schwierig, wenn man ein Buch vor einem Film kennt und das Buch halt gelesen hat. Bücher sind halt meistens besser. Also ich habe so seltene Fälle erlebt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, der Film war jetzt besser. Es ist halt einfach anders, aber ich finde es cool. Ich mag das trotzdem auch immer wieder, wenn Bücher dann verfilmt werden und dann beides gesehen zu haben oder gelesen zu haben. Deswegen, ich fand den gut und ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil, weil ja, ist ja schon ein bisschen offen am Ende, ne? Und ich zeige euch jetzt nochmal meine aktuellen Favorite Songs. Danach steht hier schon die Wäsche bereit, dass ich Wäsche aufhänge. Aber ich habe einen Song, oh, den habe ich irgendwie jetzt aus Berlin mitgebracht. In Berlin habe ich den nämlich mal gehört und ich fand den so, so toll. Und das ist Guard Down von Gordo und der ist so schön. Also das ist Song Number One. Dann auch noch Best Time von Brent Faiyaz. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Finde ich auch sehr nice. Dann ein Song von Siovo. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Eigentlich ziemlich peinlich, weil ich ja bei ihm auf einem Konzert war in Berlin.
Und also das war nämlich ein Event von Sony, wo die immer Künstler auftreten lassen, die gerade eine neue EP oder ein neues Album oder so rausbringen. Und ich fand ihn so toll live. Also er hat richtig krass performt und ich fand das alles richtig, richtig schön und mag seine Musik auch sehr gerne. Ich muss sagen, ich fand sie live echt nochmal deutlich besser als so. Aber ich glaube, dass ich sie so halt auch so nice finde, weil ich einfach diesen Abend so schön in Erinnerung habe und das genauso mein Vibe von Musik war. Wirklich, also ich fand es einfach toll. Wenn ich den nochmal sehe, werde ich das auf jeden Fall ihm sagen. Weil das war cool. Und vor allem, wie er das gemacht hat, auch zwischendrin, wie er über die Songs gesprochen hat. Ich finde sowas einfach richtig bewundernswert, wenn Leute das können. Und der Song heißt Fremde bleiben. Das war jetzt gar nicht der Song, oder er hat den auch dort gespielt. Er hat nämlich mehrere gespielt, nicht nur die, die neu sind. Aber eigentlich muss ich mir nochmal von den neuen auch einen runterladen. Welcher war das denn? Ah, mir ist gerade aufgefallen, das war der Song, wo wir alle immer so ein bisschen mitgesungen haben. Es ist schon okay. Du bist an der Zielreise, musst du von ihr gehst, tut mir fast schon nichts mehr weh. Toll, der hieß noch nie wie jetzt, den habe ich mir jetzt auch gerade mal hinzugefügt. Okay, ich habe gerade gesehen, mein Akku geht gleich leer. Das war es jetzt erstmal mit meinen Favoriten. Und ansonsten sind es die ganzen Songs von Zartmann, die höre ich aktuell auch sehr, sehr viel. Aber jetzt wird erstmal die Wäsche aufgehangen und meine Kamera, ja, spinnt hier gerade eben ein bisschen rum. Ich habe heute Freunde eingeladen, denn wir machen heute einen Spieleabend. Und wirklich, wenn ich eine Sache liebe, dann sind es Spieleabende. Und ich dachte mir, ich kann euch ja nochmal so ein bisschen dabei mitnehmen, welche Snacks ich so vorbereite. Ich glaube wirklich, das sind so, also meiner Meinung nach sind es so die Basics und so typische Snacks für so Spieleabende. Aber ja, die gehen ganz easy, deswegen nehme ich euch einfach da mal mit. Mein Plan ist, ich mache Tomate Mozzarella. Ich habe extra mir hier so kleine Mozzarella gekauft und dann noch so kleine Tomaten. Dann mache ich diese Sticks, die hier auch vorne drauf sind. Gewürfelter Käse für Käse-Traubenspieße. Ja, das mache ich jetzt als erstes beides mal. Hat er nicht vorhin gesagt, er wäre sowieso auf dem Weg zur Party gewesen? Ehe ich doch. Also die Snacks sind jetzt eigentlich schon mal vorbereitet. Einmal Brezeln, das ist so ein Dip. Dann habe ich
Traube-Käsespieße gemacht, Tomate-Mozzarella. Das hier sind die hier. Die schmecken echt ganz geil. Ich habe gerade mal probiert, aber man schmeckt die Oliven schon raus. Also man muss dafür Oliven mögen. Und dann ganz einfach noch Linsenchips. Ja, das sind die Snacks. Dann habe ich auch noch ein bisschen Tiefkühlpizza, falls wir später noch mehr Hunger haben. Und dann auch noch ein paar süße Sachen. Aber damit fangen wir mal an. Ich sitze hier jetzt gerade am Videoschnitt und bin jetzt gerade am Ende und mir ist aufgefallen, dass das Video wirklich sehr abrupt enden würde. Deswegen wollte ich mich auch nochmal melden. Das war so eine Mischung aus verschiedenen Tagen, der ganze Vlog. Ja, aber ich fand es trotzdem, waren ein paar Sachen dabei. Also gerade das mit den Songs und auch nochmal, dass ich über den Film geredet habe und so. Hatten ein paar von euch mir schon mal geschrieben, dass sie das nochmal sehen wollten. Deswegen dachte ich mir so, bastel ich so ein bisschen was aus den ganzen, ja, Tagen, an denen ich halt mitgefilmt habe, zusammen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie immer, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr aktuell gerne so sehen würdet. Dann kann ich das umsetzen, weil ich lese mir das immer durch. In nächster Zeit habe ich auch nochmal überlegt, dass ich vielleicht auch mal bald wieder ein paar Fragen von euch mit in die Videos reinnehme. Dafür ist am besten, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann kriegt ihr das auch mit, weil da lasse ich euch immer die Fragen stellen. Aber ihr könnt natürlich auch immer unter den Videos einfach Fragen stellen. Und ja, das würde ich sagen, war's dann mit dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!